Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Die Februar 2024 Energien. Der Plejadische Hohe Rat der Sieben, gechannelt durch Daniel Scranton am 31. Januar 2024, übersetzt von Wolfgang. Wir sind der Plejadische Hohe Rat der Sieben und wir freuen uns, euch unsere Worte der Weisheit anzubieten. Wir engagieren uns sehr für die Menschheit und das schon von Anfang an. Wir wissen genau, wo ihr in jedem Moment schwingt, weil wir mit der Menschheit verbunden sind und weil wir in der neunten Dimension leben. Das heißt, wir sind nicht physisch und können uns auf jedes Bewusstsein einstimmen, das wir wollen. Auch wir waren einst physisch und haben uns an der Aussaat eures Planeten mit den physischen Wesen beteiligt, die jetzt auf ihm leben. Wir haben zwar nicht zu all dem beigetragen, was um euch herum auf dem Planeten Erde ist, aber wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Wir möchten, dass ihr wisst, dass ihr zu Beginn des Monats Februar viel mehr galaktische Energien erwarten könnt, die auf euch zukommen. Sie kommen, um euch auf weitere außerirdische Kontakte vorzubereiten, und sie kommen, um euch daran zu erinnern, dass ihr von den Sternen kommt. Ihr alle habt auf die eine oder andere Weise Wurzeln in unserem Sternensystem. Wenn ihr also in den Nachthimmel blickt und unser System am Nachthimmel sehen könnt, dann öffnet euch für die Energien, die wir euch übermitteln. Wir sind nicht die einzigen Wesen in dieser wunderschönen Galaxie, die der Menschheit im Februar Übertragungen anbieten. Ihr werdet Aktivierungen und Upgrades erhalten, die auch mehr von eurer außerirdischen DNA in Einklang und in den Dienst bringen werden. Ihr sollt euch als ganzes Wesen erkennen. Ihr sollt euch als multidimensionale Wesen erkennen. Ihr sollt euch als Kollektive erkennen. Ihr seid eure Seelen und deshalb sind all diese anderen Leben, die ihr aus eurer Perspektive bereits gelebt habt, auch eure Leben und auf eine andere Art sind sie es nicht. Ihr seid da, um dieses Leben zu leben und von all den Leben zu profitieren, die die anderen Aspekte von euch führen. Ihr seid also nicht nur da, um die karmischen Schulden dieser anderen Aspekte von euch zu begleichen. Ihr seid auch da, um von all dem guten Karma und all den wunderbaren Gaben und Fähigkeiten zu profitieren, die diese anderen Aspekte von euch erlangt haben. Deshalb geht es im Februar darum, mehr und mehr Teile von euch wieder zusammenzufügen, damit ihr euch als euer ganzes Selbst erkennen und mehr als solches handeln könnt. Das bringt euer Bewusstsein natürlich näher zu euch nach Hause, näher zu dem, was ihr als Energiequellenwesen wirklich seid, und deshalb ist der außerirdische Kontakt für euch alle so wichtig. Er erinnert euch daran, wie viel mehr ihr seid als euer menschliches, physisches Selbst, das ein Leben lang auf der Erde lebt. Wir möchten auch, dass ihr wisst, dass einige von euch, die diese Übertragungen erhalten, bis zum Ende des Monats mit weiteren Kontakterfahrungen rechnen können, die ihr haben wollt, und viele, wenn nicht sogar die meisten von euch, können bis zum Ende des Jahres 2024 mit diesen außerirdischen Kontakterfahrungen rechnen. Wir alle machen uns auf den Weg zu diesem Zusammentreffen, das in unserer gesamten Galaxie stattfindet. Und wir alle werden unseren Teil dazu beitragen und dafür sorgen, dass es auf die einfachste und freudigste Weise geschieht.
Wir sind der Plejadische Hohe Rat der Sieben und wir schätzen euch alle sehr. Und das ist alles. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.